Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ich habe jetzt mal so ein bisschen nachgeforscht und nachgelesen. Wir haben uns da wirklich ein Eigentor geschossen. Also ich mir, ne? Also mit den beiden entfernen ist wirklich, dass die für immer entfernt sind. Zumindest steht so da. Das ist jetzt nicht so die coolste Eigenschaft und ich hoffe, dass das denn irgendwann... ja, dass wir vielleicht noch was finden. Weil das hier, das haben wir ja wirklich jetzt weggebaut, abgebaut, übergebaut. Das ist komplett weg. Der wird auch nicht mehr kommen. Schade, ja. Gut. Wenn hinterher. Schade, dass die das nicht implantieren, dass einfach so was baut. Dafür habe ich so ein paar nützliche. Ja, was heißt nützliche, aber auch noch so ein paar Tricks gehört. Und zwar, wir haben auch so die jährlichen Pflichten zu tun. So was wie eben auch vom. Von der Mülldeponie das einzuteilen auf die Felder, ne? Dann haben wir ja auch immer Krankheiten auf der Felder, die wir eventuell dann auch nochmal neu justieren könnten. Also die Felder selber, nicht die Krankheiten. Damit wir sagen können, okay, pass auf. Da könnte das Feld von dieser Krankheit befreit werden, indem wir das ein bisschen abändern. Und sonst so mit den Obstplantagen, sehr interessant fand ich das auch. Dass wir in den Obstplantagen das manchmal so haben, dass die Bäume verschwinden bzw. eingehen und dann sollten wir eben auch nachforsten. Und wenn wir hier dazu gucken, ne, haben wir hier jetzt, weiß ich nicht, ob wir hier so freie Dinger haben, aber wenn ich hier so gucke, ey, echt jetzt, ne? Hier ist das noch nicht so richtig so weit, ne? Bin ich auch froh darüber. Da unten hatten wir noch so ein Fleckchen. Aber der Rest ist gut geplant. Besser ist. So. Das sind eben so die kleinen feinen Sachen, die wir immer wieder mal gucken müssen. Und ja, mit der Weide ist natürlich jetzt ein bisschen sehr, sehr ja, problematisch. Jetzt hat er zwar jetzt hier viele Körbe drin, die das Leben für die Einwohner sehr gut macht, aber ich hoffe, dass wir da jetzt 10.000 noch kaufen könnten, wenn es in Zukunft so sein sollte und nötig sein sollte. Hier müssen wir auch immer ab und zu mal gucken, dass sie auch das runterhauen, was hier so angepriesen ist. Sonst wäre eben auch ein bisschen schlecht. Aber ich glaube nicht, dass wir hier nur noch einmal Weide haben. Also hier wird es noch irgendwo Weide geben. Die Frage wird nur sein, wo und ob wir finden. Und ob wir denn da denn auch wirklich was dran bauen. Ne? Ein bisschen weit weg. Wir sind ja hier komplett im Norden. Eine Karte wäre echt nice gewesen. Muss ich mal sagen. Wenn die hier sagen, das hätte schon Sinn gemacht. Weil weiter rauszoomen können wir nicht. Eine Karte wäre echt cool. Eigentlich. Wenn wir so mal ein bisschen klicken könnten. Aber das wird, denke ich mal, noch implantiert, weil es ist schon relativ groß, das Ganze hier. Was wir so haben. Und so, dass das Holz runtergeht, ist ja klar, weil wir ja hier die Mauer der Zerstörung bauen. Also ich hoffe zumindest, dass wir denn nicht zerstört werden, sondern, ja. Dass es eben so weit ist, dass wir die Bösewichte abwehren können. So. Und irgendwann haben wir ja auch unser Ziel, dass wir sagen können, ey, pass mal auf, wenn wir die Holzbretter und den Ton mal zusammen haben, dann können wir auch den mal hier upgraden. Dauert gar nicht mehr so lange. Und dann geht es hier nämlich völlig ab. Sonst so sind wir bei unserer großen... Gehen wir hier hinten baut, ich wollte schon sagen. Der muss das doch mal fertig bauen. Also wir bauen richtig viel, muss man sagen. Was... teilweise cool ist. Es gibt bestimmt. Also hier, da ist die 250 halten. Ich weiß gar nicht, ob wir unbedingt mehr haben wollen als 250. Wir haben jetzt einen älteren Menschen. Also irgendwann kommt die Sterbesequenz dann eh eingeleitet. Ne? Und wir reproduzieren uns dann nur noch selber, wenn wir irgendwelche aufnehmen. Denke ich mal zumindest. Kann auch sein, der falsch liege, aber das befürchte und denke ich eben halt. Ne? So, ich glaube, das Spiel ist auch sehr abhängig davon, wo man startet.
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man... Also es wird auch Startpunkte geben. Wir sind ja hier zum Beispiel direkt an so einem See, ne? Und hier gab es ja keine. Doch, hier hinten gab es Weide, ne? Hier war Weide. Ja, hier. Aber sonst so, ich weiß ja nicht, wie viel Seen es hier letztendlich noch geben wird. Bin mal gespannt, ob wir denn hier noch irgendwie sowas finden. Dass wir unseren immensen Hunger an Weide denn stillen können. Generell weiß ich ja jetzt auch nicht, wenn wir sagen, wir haben eine Stelle, ob das denn schon das Nonplusultra ist. Also ich will hier unten das mal so ein bisschen wirklich nachverfolgen. Mal wie groß die Karte ist. Ne? Drei Dorfbewohner, ihr Schlingel. War wo ein harter Winter. Oh, jetzt ist schon wieder soweit. Oh, da unten. Ja, das ist jetzt schlecht. Vom was? Vom Wildschwein? Ja, ich glaube, du gehst jetzt flöten, ne? Das ist auch ein Wildschwein. Ich sehe gar nicht, dass hier viele Wildschweine sein sollen. Oh, da hast du aber jetzt noch ein paar Meters bis nach Hause, ne? Fräulein? Naja. Ob es das schafft oder nicht, werden wir nicht verfolgen, ehrlich gesagt. Muss auch nicht alle verfolgen, ne? Ja, das große Ziel, was ich eigentlich nur habe, ist jetzt das hier mal auf volle Kanne zu kriegen. Natürlich auch mehr Bretter zu haben. Wo gehen denn alle meine Bretter eigentlich hin? Könnt ihr mir das mal verraten? Ihr seht hier noch, wie die Kessel flickern, ne? Ja, den ist ja auch nur noch das, ne? Klar, wir brauchen so Backsteine. Aber Stadtzentrum. Wenn wir das denn auf Stufe 3 mal haben, dann wird es ja auch mal ganz, ganz anders abgehen. Er produziert ja richtig viel her. Also ich muss sagen, von der Nahrung her, dafür, dass wir... Ach ja. Wieso verfolgst du denn nur mich hier? Also sie da. Guck mal, die hat schon wieder Leben. Die wurde so weit verfolgt, dass sie schon wieder Leben zusätzlich hat. Gibt es hier denn keinen Jäger in der Nähe? Oder auch da. Oh, getroffen. Und hier? Und sind die alle kaputt eigentlich? Da ist noch ein Jäger. Und die schießen aber scheiße, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Schießen hier so scheiße. Und wo will sie hin? Sie lebt ja in der letzten Ecke hier, ne? Wenn das dein Haus ist. Ne, doch nicht. Besser ist. Er war eine doofe Sau, ne? Ach ja, und zur jährlichen Kontrolle wird auch das hier, ne? Können wir irgendwann upgraden, dann werden wir wahrscheinlich so 15 Bestandskühe haben. Aber wir haben ja immer 2 und mehr als 2 wären es nicht. Das heißt, wenn wir 10 haben, müssen wir es so oder so schlachten. Ne? Und dann ist eben Gaut, ne? Und dann können wir uns das ja auch dann sehr, ja, sehr mundig verpflegen. Und das Nahrungsher. Wenn da irgendwas hier, was uns eigentlich denn begeistert, können wir so ein bisschen was nach. Also mit den Ton ist klar. Ich glaube, Holz werden wir eh nicht verkaufen. Ich weiß aber auch nicht, warum die Kinder Holzbretter so richtig herstellen. Ich kann das ja nicht nachvollziehen. Und so Töpferdinger. Hier auch so ein bisschen Gold. Ja, das Gold können wir ganz machen, weil das brauchen wir eh nicht. Also wenn wir hier sagen, wir wollen 200 hier reinliefern, lagern. Wird es hier so sein. Sonst so der Rest ist ja nahrungsmäßig alle
Richtig voll, ne? Die müssen aber auch mal ein bisschen arbeiten hier, ne? Guck mal, die sind ja da kaum am Arbeiten. Muss ich ja mal sagen. Nee, Schuhe und sowas verkaufen wir nicht. Seife hat sich ganz schön gefangen, muss ich sagen. Mehl hatten wir verkauft. Da können wir jetzt auch mal wieder nachfüllen. Und sonst so Fisch. Was ist das hier? Sand? Sand können wir auch verkaufen. Also wenn die Sand kaufen, immer wieder gerne. Nee, sonst haben wir leider nichts. Also es scheint aber auch eingefroren zu sein. Ich weiß ja nicht hier, die ballern hier eigentlich durch wie die Kesselflicker. So, das sind ja die falschen. Die hier oben. Was ist denn hier los? 80 im Jahr. Das ist nicht viel. Muss man schnell mal draufklicken, ne? Wenn man es könnte. Vielleicht gibt es ja so einen Trick, ne? Wäre lustig auf jeden Fall. Ne, hier unsere Getreideteile haben wir auch hingestellt, wo... Boah, guck mal, wie voll die schon wieder sind, ne? Also ich weiß nicht, ne? Wir sind da echt sehr, sehr voll. Ist jetzt eigentlich gar nicht mal so geil, dass wir so viel Korn haben. Dann gehen wir mal die Felder durch, ne? Vielleicht haben die ja irgendwelche Krankheiten. Hier sieht zum Beispiel ganz gut aus. Hier ist sehr viel Unkraut noch, ne? Was denn ja da denn weggeht, ne? Wenn die da ackern. Hier ist auch noch sehr viel unterwegs, aber jetzt ist ja eigentlich der Schöne. Also das hier, was die Fruchtbarkeit auf jeden Fall sehr anhebt. Und Unkraut unter Deckung auch ein bisschen runter macht. Keine Krankheit, wie irgendwo hatten wir mal eine Krankheit, ja, das weiß ich. Das ist eigentlich ein sehr schönes Feld, muss ich sagen. Sind wir krankheitsfrei eigentlich? Ja, süße, wir haben gar keine Krankheiten auf den Feldern. Ja, weil ich mich eben so gut drum kümmere. Daran wird es liegen, garantiert. Oh, wir haben mal 80 Bretter, ich werde bekloppt. Und wir haben wieder ein Raubtier. Also ist das schon wieder eine Sau. Verschlissene Schuhe. Aber, ah, die hat ein paar Meter noch zu latschen, glaube ich. Wir können ja mal gucken, ob wir hier unten jetzt irgendwas hier Tümpelmäßiges noch gefunden haben. Hier ist auch noch einer unterwegs. Und hier läuft auch noch einer. Aber ich muss sagen, wir haben jetzt hier nicht irgendwas gefunden, wo ich sagen kann, okay. Guck mal, hier unten wäre dann auch Ende. Gibt es noch Rehe, Sand, Gold. Aber es ist eben krass, dass es keine Wölfe gibt oder so, ne? Ich hätte ja gedacht, hier gibt es mehr Wölfe auf der Karte. Auch viel mehr. Also das ist ja Mount. Mega Mount. Aber ich dachte, hier gibt es ja auch vielleicht mal Wölfe oder sowas, ne? Oder auch so ein Bärenrudel oder so. Ja, dann können wir eigentlich nur hoffen, dass wir... oh. Ein Weidenbusch. Oh, dann sollten wir hier unten dann mal gucken. Wenn das hier unsere einzige Weide ist, dann wird es kritisch, ne? Aber ich weiß auch gar nicht, was die machen. Warum haben wir denn so viel Verlust an Brennholz? Also es wird natürlich ein bisschen daran liegen. Ich gucke mir so ab, ne? Das kann sein, dass hier irgendwo Weide rumsteht und ich das einfach nicht sehe. Wird natürlich daran liegen, dass allgemein Holz sehr knapp ist. Und wenn wir hier gucken,
Fettbäume, Fettbäume. Letztes Jahr ist aber auch nicht viel, ne? Wenn ich da so gucke. Die stehen ja gar nichts her. Wie viele Arbeitslose haben wir? 21. Also was heißt Arbeitslose? Welche, die wir neu einteilen können, ne? Ja, das ist die fette Mauer, die einfach mal so viel kostet. Guck mal, 400 Steine haben wir, weil wir eigentlich nur Holz verballern in diese Mauer. Und das wird natürlich dann, solange das nicht fertig ist, auch so ewig dauern. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier mal so eine Bierfällenbäume mit Aktion, dass jetzt sich jedes Mal ein bisschen vorwärts kommt, ey. Ach, eine Tierfalle. Du bist mir ja einer. Ich weiß natürlich nicht, ob das denn so geil kommt, wenn ich jetzt hier unbedingt das rein baller. Hier ist zum Beispiel ja auch einer. Letztendlich, wir brauchen den Stuff. Die Nüsse fallen zwar weg, aber wir brauchen das Holz, ne? Und jetzt gehen, oh, guck mal, wie wir hier nach hinten gehen. Alles gegen die Kälte. Da können wir mal vorspulen. Weil dann werden wir ja hier richtig was sehen, was hier passiert. Wo geht ihr hin? Ihr wolltet doch gerade an die Arbeit gehen. Also das finde ich manchmal ein bisschen komisch, ne? Weil die werden ja nicht nur die Rinde sammeln, sondern die wollten doch da Tatsache jetzt hingehen und irgendwas machen. Aber dann so Art wie Feierabend. Komisch. Echt, echt merkwürdig. Hätte ich nicht so richtig nachvollziehen. Oh, jetzt haben wir noch ein Raubtier hier. Aber haben sie anscheinend ja umgenietet, ne? Okay. Ich hoffe ja ganz inständig, dass wir jetzt wirklich ab dem nächsten Jahr, ne, ich glaube Jahr 18 haben wir, ja, im Jahr 19, dass wir dann unser Dorfzentrum da hochballern können. Sonst ist ja doof, ne? Mal Winter geht vorbei, Jahr 19 und ich hoffe zwei Nutztiere und wie nur zwei. Ja, das ist aber doof. Nur zwei. Seid ihr doof? Muss ja deutlich mehr sein. Naja, gut. Wo habt denn ihr jetzt Wasser getrunken? Ja. Da will man mal wieder keiner, erzählen, ey. Ihr habt doch wieder aus der Pfütze gesoffen. Ich sag's euch, die haben garantiert aus der Pfütze gesoffen. Ich kenne das. Also, was heißt, ihr kennt das? Ihr kennt das jetzt nicht, ne? Dass man freiwillig aus der Pfütze trinkt, aber. Ich kenne bei dem Mäuschen. Hm. Oh, die Dienste sind aber auch teuer, ne? Oh, ein Händler ist da. Vielleicht können wir jetzt hier erneut richtig geiles Geschäft machen. Der kommt aber ziemlich früh schon im Jahr. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Weil wir könnten vielleicht, eventuell, oh, sogar mit Steine Geld machen, ne? Nee, die Steine mache ich nicht. Wisst ihr warum? Weil das werden wir auf jeden Fall noch richtig brauchen. Denke ich mal. Hier, du kannst eine Schippe Sand kaufen. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Aber den Rest kriegst du nicht. Irgendwann wird Sand auch wichtig sein, ne? Hier können wir noch Backsteine kaufen. Wollen wir ein paar Backsteine kaufen? So mal 50? 60?
Warum mache ich das nicht immer gleich da dieses andere drücken? Sonst so, Hemde, ja, geht. Oh, wir könnten Holz verkaufen. Nee. Nee, 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 nee. Bin froh, dass wir jetzt ein bisschen Holz haben. Ja, hier. Wenn wir das Holz kriegen, dann bauen wir hier auch weiter. Wäre auch wichtig, dass die nicht gleich irgendwo anders das investieren. Nicht, dass die jetzt hier immer Zaun weiterbauen wie die Kesselflicker und ich hab da nichts. So, 42 ist natürlich echt mies. Oh, der kostet sogar richtig Kies, ne? Ach, der ist noch nicht so weit. Da freue ich mich ja auch schon. Ne, die können wir nicht alle gleichzeitig bauen, weil so viel haben wir denn auch nicht. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich den hier abgegradet hätte. Ich kann das ja jetzt auch nicht mehr zurücknehmen. Und der kostet 50 Bretter. Ne, ich mache den Bau jetzt mal deaktivieren. Oh, ich will ja irgendwann das mal wirklich den hier voll kriegen. Ne? Ach, der kostet ja nur 100. Ich brauche nur noch Geld. Oh, das sagt mir auch keiner, wa? Oh, was ist denn hier los? Okay. Das sind aber scheiß Räuber. Kann ich hier das Tor nicht schließen? Kann ich ein Dorf nicht... Wozu eigentlich ein Tor? Kann ich das nicht schließen? Ach, die hauen da einfach gegen, oder was? Oh, die machen halt kaputt, ne? Ach, guck mal. Boah, ich habe voll viele verloren. Aber er kann da reinrennen. Alle können reinrennen. Ja, hier ist er nicht weiter geworden. Oh shit. Ach, da sind die, oder was? Überall hin. Ist ja auch geil, dass ich da welche drin habe, aber keiner kommt, ne? Hitzestress. Alles ist jetzt hier. Wir werden angegriffen. Hitzestress ist, ne? Meine Mauer wurde auf übelste Art und Weise zerstört. Aber ist ja gar nicht so... Ja, ist schon schlimm, ne? Klar, aber... Krieg dich hier geklickt oder so? Ich kann ja zumindest... Ich finde cool, dass die so durchlaufen können. Aber ich kann ja wenigstens das wieder alles aufbauen. Und ich habe jetzt, glaube ich, nicht so viel verloren. An Geld oder an Ressourcen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber ich wollte mal hier. Ein zweiter Händler ist nicht gekommen, ne? Das ist Händler Number One. Okay, mal hier.
Kannst du ja noch kurz haben? Krass, krasser Typ. Hast du denn noch Schönes hier? Oh, ein Streitkolben, ne? Er kauft die alle. Auch hier, naja, das Werkzeug ja nicht so. Ne, du hast Goldtransfer. So, und jetzt können wir den nämlich hier... Bam! Geil! Endlich haben wir es geschafft. Der Überfall war ein bisschen doof, ein bisschen scheiße, aber so viel wurde nicht geklaut. Wir sind nicht um so viel erleichtert worden. Den könnten wir denn ja, wenn wir 50 noch über haben... Ne, erstmal müssen wir den. Ja, ich glaube, beides geht. Ich glaube, beides kriegen wir hin. Und dann sehen wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Ne, vielen Dank fürs Zuschauen. Guck mal, was haben wir denn? Umfang des 45, Plünderer getötet, 19 Dorfbewohner, 5 Gebäude zerstört, 6. Also es geht aber, ne? Wir haben 19 Plünderer getötet. Ja. Hätte auch geiler sein können. Okay, aber wir sind ja so normal, wir müssen ja mal gegen Miete gehen, ne? Das Ganze. Und beim nächsten Mal wissen wir, wie es geht. Oder was heißt, wissen, wie es geht, aber... Vielleicht können wir ein bisschen besser abwehren, indem wir hier vorne auch noch ein paar Türmchen hinstellen oder sowas, ne? Sind eben harte Zeiten, ne? Ist wie bei Game of Thrones, sagt euch das immer. Also, ich sag tschüss, bis dann, bye bye.